Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mr. Blindlife hier wieder mit einem weiteren Video. Wie geht's euch an diesem wunderschönen Sonntag? Ist die Ausgangssperre schon da oder ist die Ausgangssperre noch nicht da? Das ist die große Frage. Das wird ja am Sonntag entschieden. Bayern hat es ja schon vorgemacht. Bayern ist ja schon so gut wie raus mit der Ausgangssperre, beziehungsweise du bist ja extrem in deiner Mobilität eingeschränkt. Oh, Mobilität eingeschränkt? Passt doch mit dem Thema Blindheit und Sehbeeinträchtigung, oder? Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Barrierefreiheit? Inwieweit haben wir denn noch Barrierefreiheiten oder nicht mehr, dank Corona? Das und vieles mehr. Also, ja, was soll ich sagen? Hauen wir einfach rein, denn ich habe heute für euch drei Beispiele. Beispiel Nummer 1, Deutsche Bahn. Ich war ja letztens, wie ihr in meinem vorherigen Video auch schon erfahren habt, bei der Deutschen Bahn und musste ja Tickets stornieren. Denn, naja, meine Tickets nach Paris mit meiner Freundin, ihr wisst, geht leider nicht mehr. Doch, wie war das mit der Barrierefreiheit? Also ich spreche jetzt hier in Hamburg von der Deutschen Bahn. Leitstreifen ist vorhanden, natürlich bin ich hier reingegangen, ganz normal. Witzig war, dass der Monitor verdreht war, aber ich glaube, die haben es einfach ein bisschen, ist nicht so schlimm. Witzig natürlich mit der Deutschen Bahn, mit der Barrierefreiheit, ist natürlich, dass auf dem Monitor unten rechts ein Display ist mit einem Blindensymbol, was man auf dem Monitor finden muss. Es gibt darunter zwar Braille, aber finde das erstmal. Hat aber erstmal noch nichts mit Corona zu tun, also alles easy. Draufgedrückt, mich hingestellt, bisschen mit dem Stock gependelt, so wuhu. Dabei drei Leute getroffen, die sich verletzt haben, aber hey, egal. War ja sowieso fast keiner bei der Deutschen Bahn. Und dann stand ich da so, meine Nummer wurde auch aufgerufen, ne? Nummer S08, bitte an Schalter 1. Bin ich hingegangen und als ich in diesen Schalter reinging, wurde ich so leicht zurückgestoßen. Also ich ging rein und dann so. Okay, so genau war es jetzt nicht. Aber ich wurde so leicht zurückgestoßen, denn dort war ein Absperrband. Ungefähr ein Meter vor dem Desk, also da, wo der Mitarbeiter war, war ein Absperrband. Und ich musste mich immer so hier rüberbeugen, um dann halt wirklich irgendwas zu geben. Und das Witzige war natürlich, dass am Ende eher natürlich, also ich bei den Sparpreisen habe ich einen Gutschein bekommen und bei diesem Gutschein war das halt quasi so, dass ich unterschreiben musste und versuch mal auf diese Distanz zu unterschreiben. Abgesehen davon, dass ich nicht mal sehe natürlich, wo ich unterschreibe, vielleicht habe ich jetzt auch eine Waschmaschine gekauft. Er wollte meine Hand nicht anfassen, ich wollte seine Hand nicht anfassen, er meine nicht, ich seine nicht und wir wollten uns nicht anfassen, verdammt nochmal. Aber wir mussten es tun. Er musste uns anfassen, beziehungsweise er musste meine Hand nehmen und genau da drauf liegen, wo ich denn jetzt unterschreiben soll. Und das war natürlich so, man hat richtig gemerkt, er wollte das nicht, weil Corona und Hand gerade, ne, hier Handshake und so, ist nicht drin. Ja, da habe ich das schon gemerkt, dass wir, was das Thema Barrierefreiheit angeht, schon eingeschränkt sind, weil dieses Absperrband konntest du mit deinem Stock auch nicht erfüllen. Denn es gab ein Absperrband auf Brusthöhe, sage ich jetzt mal, auf 1,60 Meter. Und ein Absperrband auf 1,20 Meter. Ich glaube, es waren zwei. Und naja, wenn du mit dem Stock pendelst natürlich, kommst du da nicht wirklich gegen und merkst dann irgendwann, okay, hier ist was faul. Also da werden wir schon langsam in so eine Barrierefreiheit eingeschränkt. Ist es denn jetzt super schlimm? Noch extrem gut? Mittelmäßig? Oder Daumen runter? Ich würde sagen, mittelmäßig. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, wo ich das gemerkt habe, was die Barrierefreiheit angeht, ist im Supermarkt. Bei mir um die Ecke beim Supermarkt haben sie jetzt Expresskassen eingebaut und ich kenne das auch von anderen Supermärkten, dass es dann heißt, hey, nutzen Sie doch mal die Expresskasse, beziehungsweise es wird mittlerweile nichts gesagt, sondern du kannst einfach hingehen, kannst dann selber bezahlen. Also eine Expresskasse, der Expressterminal ist halt etwas, da gehst du selber hin, packst deine Produkte hin, scannst sie dann alle ein und dann bist du dann auch durch. In dem Supermarkt, wo ich jetzt aber bin, durch die extreme Überfüllung und ja, es gibt teilweise wirklich kein Toilettenpapier, war das halt wirklich so, dass immer wieder gesagt wurde, bitte nutzen Sie die Expresskassen, bitte nutzen Sie die Expresskassen. Würde ich ja gerne tun, aber ich bin ja blind. Moment, so ganz blind bin ich ja nicht, ich kann ja noch ein bisschen was sehen. Und da habe ich mir überlegt, nimm doch dein Smartphone, geh an diese Expresskasse. Ich wollte nur zwei Milch und der Laden war überfüllt. Und ich dachte mir so, probier es mal aus. Dann habe ich die Lupen-App von meinem Smartphone aktiviert und habe wirklich da so rumgeguckt und ja, wo ist denn das und weiter. Es ist ziemlich witzig, ne? Hier ist mein Handy, ich hab's jetzt nicht dabei, weil ich bin gerade live auf YouTube und versuche dann mit meiner Hand dahinter zu gehen und zu tippen, wo ist denn jetzt der richtige Knopf? Es hat einigermaßen geklappt, aber ich sag mal so, ich habe für zwei Produkte habe ich 5 Minuten gebraucht. Aber es ging.
Barrierefreiheit sehr gut, mittelmäßig oder eingeschränkt? Mittelmäßig. Kommen wir zum dritten Punkt, was das Thema der Barrierefreiheit und Corona angeht. Oder Corinna? Ach, Corinna. Was? Nein, Entschuldigung. Auf jeden Fall, es geht weiter. Das Thema Barrierefreiheit, noch ein Thema im Supermarkt. Und dazu habe ich auch am Ende eine Frage an euch. Zum Thema Supermarkt und Barrierefreiheit. Ich war am Supermarkt heute, habe natürlich wieder ein bisschen was eingekauft. Ich meine, heutzutage ist das ja der einzige Spaziergang. Der Highlight des Tages ist es, zum Supermarkt zu gehen. Das Highlight, sorry. Und ich war wieder an der Kasse, habe mir etwas gekauft, natürlich keine Schokolade. Und dachte mir so, was mache ich denn jetzt? Ich lege es auf ein Kassenband, die Frau scannt alles ab. Sie war auch nicht so gesprächig, kein Plan warum, wo sie mit ihren Augen war. Naja, und dann habe ich mich so zum Terminal hingestellt, wollte mich nach vorne beugen, um dann die Produkte zu nehmen. Und hier ist eine Plexiglasscheibe, also fast wäre ich mit meinem Kopf dagegen gekommen. Ganz knapp davor habe ich das noch gesehen, denn die Plexiglasscheibe war trüb und das hat mich ein bisschen an meine Linsentrübung erinnert und da hatte ich kurz ein Flashback und habe geweint. Nachdem es dann vorbei war, dachte ich mir so, oh Mann, hättest du das jetzt nicht gesehen, boom, wärst du da einfach voll mit deinem Kopf gegengeknallt. Das wäre auch nicht so schön gewesen. Also das war auch ein bisschen unangenehm, weil ich dadurch auch gar keinen richtigen Kontakt zu der Person hatte. Ich wollte mit Karte zahlen. Ich so, kann ich schon? Ja, nein, es ist schwierig. Jetzt kann ich die Person verstehen mit dem direkten Kontakt und schwierig. Sehr gut, mittelgut oder schlecht, was die Barrierefreiheit angeht. Schlecht, Daumen runter. Also was das Thema der Barrierefreiheit angeht. Dass die Kassiererinnen und Kassierer sich schützen müssen, klar, das ist wichtig. Das waren nur drei Punkte, was das Thema der Barrierefreiheit oder Barriere nicht mehr so richtigen Freiheit dank Corona angeht. Habt ihr denn noch Beispiele? Hast du noch ein Beispiel, wo du gemerkt hast, die Barrierefreiheit bei dir wird eingeschränkt, du kommst nicht mehr wirklich zurecht im Leben? Klar, es ist verständlich, die gesamte Freiheit wird eingeschränkt bei allen möglichen Menschen. Aber trotzdem sollten wir auch noch ein Auge werfen auf blinde und sehbeeinträchtigte Menschen und gucken, inwieweit können wir denn noch unser Leben meistern? Wo hast du noch Schwierigkeiten gesehen? Schreib es bitte unten in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Denn in den nächsten Tagen wird das Ganze nur noch schlimmer werden. Und ich sag mal so, wie sieht es eigentlich aus im Supermarkt in puncto Einkaufshilfe? Wenn die Supermärkte so überlastet sind, werden sie uns dann noch helfen? Oder sollten wir umsteigen auf online bestellen, wie bei gewissen Supermärkten das möglich ist? Mein Name ist Erdin, mein Name ist Mr. Blind Life. Ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Wir sehen und hören uns beim nächsten Video. So.